Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Bellride. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Weiter geht's mit einer neuen milchreichen Folge hier im wunderschönen Sonnental. Und ich habe mir mal gedacht, ich lade die leichte Mu ein, um dass sie halt ein bisschen dabei ist. Dementsprechend haben wir heute einiges zu tun. Das allererste, das ich machen möchte, ist, ich möchte gerne den Tag beenden und dann neue Aufträge verteilen. Und zwar, wir brauchen für unser neuestes Mitglied, nämlich den Oscar, brauchen wir ja unbedingt neue Kleidung. Und ich möchte ihn auch ordentlich ausrüsten, dass er jederzeit bereit ist, mit uns oder für uns zu kämpfen. Tag 14. Ein Tag bis zum Winter. Ja, jetzt wird es Zeit, dass für unseren guten Oscar auch tatsächlich genug Kleidung da ist. Was bastelt denn er gerade? Ich hoffe, der bastelt sich dann eh schon selber was. Ja, ich glaube, der bastelt sich alles, was er braucht. Oh. Also, ja, sie ist doch dazu gekommen. Sehr schön. Haben wir jetzt eigentlich einen Knüppel für ihn? Wenn nicht, dann werde ich das Teil gleich erstellen. Ja, wir haben tatsächlich einen Kupferbarren und ich glaube, wir brauchen auch ein bisschen was von dem. Und dann werden wir mal den Knüppel hier herstellen. Die verstärkte Keule. Vielleicht können wir nebenbei noch so Pilz essen. Genau, dann klappt es auch mit der Ausdauer und mit der Lebensenergie. Ja, Ziel ist jetzt einmal fürs Erste, dass wir den Oscar rechtzeitig vor der Winterzeit soweit fit bekommen, dass es ihm nicht zu kalt wird. Dann möchte ich ihm noch ausrüsten und dann will ich mich ganz gerne um die Quests kümmern, die wir ja in der letzten Folge aufgenommen haben bzw. angenommen haben. Und das bringt uns dann hoffentlich auch den ersehnten Ruf, den wir brauchen, um dann in der Stadt ja ordentlich noch ein paar Leute zu rekrutieren und dann einen ordentlichen Sprung nach vorne zu machen. So, du bekommst jetzt mal die Keule. Dann bist du mal ganz kurz mein Gefährte. So, was haben wir denn jetzt? Hat er hier die Tasche? Was brauchen wir für die Tasche? Wird man noch brauchen? Dreimal Flachs. Das heißt, okay, wir könnten ihm eigentlich ins Inventar dreimal Flachs geben. Und dann sollten wir ihm eigentlich die Kleidung geben können. Ja. Bis auf die Tasche hat er jetzt dann eigentlich, komm ja mal kurz, Inventar. Du bekommst das hier. Du bekommst das hier, du bekommst Schuhe, du bekommst eine Hose und du bekommst das hier. Jetzt müsste es ihm eigentlich warm genug sein und die Teile hier, die können wir dann eigentlich entsorgen. Jetzt darfst du gerne wieder arbeiten. Ich hoffe, er baut jetzt sich seine Tasche selbst zusammen. Wir werden das jetzt beim Klo runterspülen. Und genau. Das braucht man nicht, das braucht man nicht, das braucht man nicht. Perfekt. So. Jetzt sind alle auf Stand. Er baut die Tasche. Sobald er fertig ist, nehme ich es ihm ab und weise ihm gleich zu. Und dann werden wir schauen, wie man die Quest am besten angehen, beziehungsweise eigentlich könnte ich während der Wartezeit hier mal kurz schauen. Händler in Not. Bringe zwei robuste Hemden, die müssten wir eigentlich erforschen. Zwei robuste Hemden, Hirschtrophäe, Wolfstrophäe, oh ja, Wolfstrophäe, Wildschweintrophäe. Oh. Der Bücherschrank. Finde den vermissten Händler Karren. Schauen wir mal, ob wir die robusten Hemden erforschen können. Oh, das braucht drei Riemen. Und
Drei einfache Schnur. Das können wir eigentlich Forschung stoppen, das schmeißen wir mal raus. So. Bleib mal kurz stehen, mein Freund. Du müsstest ja im Inventar jetzt... Ah, er hat sich selbst angelegt. Cool. Richtig cool. Warte mal, das ist ja der Falsche. Wo ist Oscar? Happy days, all thanks to you. Nein. Ich nehme dir das kurz weg, mein Freund, weil dieser Auftrag ist storniert. Ich brauche das Zeug selber hier, die Tasche. Jetzt kriegst du die Tasche. So, jetzt bekommst du die Tasche. Jetzt klappt's auch. Mit dem Tragen. Sehr gut. So, wie können wir eigentlich Riemen herstellen? Das muss ich mir jetzt mal ganz kurz anschauen. Wo und wie können wir das herstellen? Nicht entdeckt. Gibt es dann ein paar mehr Sachen? Lederhaube, robuste Haube. Okay, da geht es dann weiter. Aber wir brauchen dazu diese Riemen. Die müssen wir ja irgendwo herstellen können. Grubenholz. Messer, Kurzschwert, Streitaxt. Kleine Falle. Trappelager. Riemen. Ah, da müssen wir in die zweite Stufe gehen und ich glaube, das geht. Ja, das geht gar nicht, wenn wir erst daher müssen. Aber ich brauche für die Dorfhalle schon 15 Riemen. Das heißt, ich müsste eigentlich den Werkzeugmacher erforschen können. Ich brauche den Baum gar nicht. Oder? Okay, schauen wir mal, ob wir den Werkzeugmacher herstellen können. Es wird wahrscheinlich jetzt, also ob wir den mal erforschen können. Waffenständer. Nee. Okay. Ja, spannend. Spannend insofern... als dass wir in die Stufe 2 hinein müssen, damit wir dann die Riemen erforschen können, die wir aber eigentlich jetzt schon brauchen, um generell weiterzumachen. Ja, es ist spannend. Egal. Wir werden jetzt einmal verwalten. Wir werden jetzt einmal Folgendes herstellen lassen. Ich glaube, dass er sogar, der Oscar ist ein super Bogenschütze. Ich glaube, ich werde Oscar mal den Bogen herstellen lassen. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt mal zuerst zwei kleine Fallen herstellen lassen und schauen, dass immer zwei da sind. Dann werde ich einen Ulmenkurzbogen herstellen lassen. Genau. Und nach diesem Ulmenkurzbogen brauchen wir mal auf jeden Fall einfache Pfeile. Und dann brauchen wir noch den Stoffköcher. So. Nebenbei werden wir dann sagen, wir brauchen auf jeden Fall... Was müssen wir hier herstellen lassen?
Wir werden auf jeden Fall. So. Wir werden auf jeden Fall Leinen herstellen lassen. Schauen, dass wir immer 3 Stück haben. Dass wir immer 5 Stück haben. Sicher die bessere Variante. Und einfache Schnur schauen wir, dass wir auch immer 3 Stück da haben. Passt. Dann würde ich jetzt. Dann würde ich jetzt mal schauen, dass mein Inventar. Kann ich selbst irgendwas lernen? Vielleicht können wir nochmal ein Buch nehmen und das nebenbei so lesen. Was haben wir denn hier alles? Die könnte ich eigentlich verkaufen, oder? Die Knüppeln. Bogenschießen, Bogenschießen, Arbeiter, Arbeiter, Schilde. So. Ah, er liest es immer noch. Okay. Na gut, dann habe ich es wenigstens jetzt mit. Das will ich aber nicht mit haben, weil dann bin ich wieder. Dann habe ich wieder einfach zu wenig Platz. So. Verwalten. Okay, ich denke, dass das klappt. Unsere Sammlerin sammelt ja hoffentlich. Ordentlich. Im Holzfällerlager schaut es auch gut aus. Ja. Sehr schön. Dann könnte man eigentlich einmal überlegen, ob man. Was machen wir eigentlich mit diesem Holzfällerplatz? Möglichst ist einem Arbeiter Baumstämme in Holz zu hacken. Okay, gut, das ist, wenn wir keine kleinen Teile mehr finden, dann könnte man eigentlich Baumstämme in Holz hacken. Ja, das ist in Ordnung. Räuchergestell. Ich würde tatsächlich jetzt mal anfangen, hier diese Baustelle zu platzieren. Ich werde das doch jetzt mal versuchen, einen Auftrag zu geben. So. Perfekt. Dann sollen die das bauen. Und ich werde jetzt mal schauen, kann ich mir eigentlich 26 einfache Axt 20. Kann ich eigentlich eine starke Axt erforschen? Holzfällerbeil. Beidhändig, okay. Naja. Wir holen sich jetzt was zu essen. Da hängen schon die Pilze. Jetzt gibt es dann bald Fleisch. Den essen wir gleich. Das schmeißen wir weg. Das lassen wir im Lager drinnen. Haben wir gar nichts mehr zu essen. Aber noch eine Beere. Dann war es das. Dann schmeißen wir das jetzt weg. Optimal. So. Gehe ich selber nochmal schnell die Fallen räumen. Und dann wäre es eigentlich Zeit, dass wir wieder mal versuchen, Banditen zu plündern und auszurauben und zu vertreiben und hoffen, dass uns nicht selbst eine über den Schädel ziehen. So. Tierische Überreste. Sehr gut. Ersetze kaputte Falle. Kein Fleisch drin. So, Falle Nummer 3 steht hier oben irgendwo. Ja. Da ist noch nichts drin. Sollen wir es probieren?
mal ansatzweise, dass ich den erwischt habe, oder? Nee. Das wird nix. Jetzt habe ich ihn. Das erste Mal, dass ich ihn getroffen habe. Spannend irgendwie. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe schon mehrmals so ein wunderbares Tier getroffen. Könnte der sein? Vorne ist ein Karnickel. Okay. So, da ist er. Schau, ich habe den doch jetzt definitiv getroffen. Ja, es ist egal. Ich ärgere mich immer nur noch mehr. Wie viele Pfeile habe ich jetzt noch? Ah, ich habe mich ja erst voll ausgerüstet. Ich habe jetzt wieder ein paar Tage nicht gespielt. Somit habe ich einen leichten Verlust des Überblicks. Jetzt dachte ich, da vorne steht jemand, dabei ist das so ein Baumstamm. Na gut, dann holen wir uns da jetzt mal. Ja, dann holen wir uns da jetzt mal Schilfrohr. Nehmen wir mit, was wir kriegen können. Für Pfeile braucht man immer wieder Schilfrohre. Und da es aktuell zu weit weg ist, das Schilfrohr, kann ich es nicht mal unserer Sammlerin einen Auftrag geben, weil sonst wäre sie zu lange weg und das will ich auch nicht. Und vor allem ist die Frage, ob sie dann überhaupt heil und gesund zu Hause ankommen würde. Da ich ja schon in der letzten Folge, oder ja, ich glaube in der letzten Folge angekündigt habe, dass ich gerne eben mit Ruhe und Bedacht dieses Spiel spielen möchte, allen voran mal den ersten Zweig oder die erste Forschungsstufe, also das Tier 1 quasi, ne, diese untere Ebene, komplett einmal erforschen und verwenden möchte, wird es noch ein bisschen dauern. Auf jeden Fall sind wir jetzt bald beim ersten Staffelfinale, Folge 10. Das Inventar ist voll. Also Folge 10 ist ja dann das gedachte Staffelfinale. Und oh, Kochen hat sich gesteigert, super. Habe ich jetzt eigentlich schon... Oh, das hat sich aber schön... Ja, passt. Dann muss ich jetzt noch ein Buch lesen und dann klappt es auch mit dem Bogenschießen. Ganz ruhig stehen bleiben. Irgendwo sieht mich ein Tier. Da ist er. Ansatzweise, dass ich den treffen würde. Es wird jetzt gerade irgendwie neblig. Ja, es wirkt auch nicht nur an meinem Monitor so, sondern auch wenn ich jetzt auf den zweiten Monitor in die Aufnahme reinschaue, dann ist es tatsächlich, offensichtlich rückt der Winter immer näher. Der letzte schöne Tag, sozusagen, bevor der Winter kommt. Zwei Fallen, die sollten wir vielleicht auch noch kurz besuchen. Ja, ein bisschen Fleisch, das ich nicht mitnehmen kann. Den Köder und den Beutel.
Das Fleisch nehmen wir mit. Ich schau mal schnell zu der zweiten Falle. Jetzt schmeißen wir die Beere weg. Nehmen wir das Fleisch mit. Nehmen wir das Fell mit. Fügen noch eine Beere hinzu. Und da liegt das Fell. Das Fell ist wichtiger als die Beere. Gut. So, dann haben wir das auch erledigt. Jetzt könnten wir bald mal überlegen, ob wir vielleicht sogar ein zweites Lager machen. Ist auch schon fast fertig. Cool. So. Dann gehen wir das ab. Gehen wir das ab. 367 von 400. Ja, es wird schön langsam. Richtig knackig. Da hat er sich schon das Fleisch geholt und kocht schon was Gutes daraus. Geräucherter Pilz, 4 Stunden. Wow. 76 geräucherte Pilze haben wir. Oh mein Gott. Gleich noch eine Beere. Ja. Wenn wir mal Richtung Banditenlager schauen. Gibt's gar keins mehr, oder? Ne? Alex Aminatas Hütte oder wie auch immer das Ding. Oh, da unten ist ein Banditenlager. Sollen wir da mal runterschauen? Können wir da mal langsam runterschauen? Ich meine, mehr als davonlaufen. Kann eh nicht sein, aber wir brauchen das auf jeden Fall. Ich brauche diese Riemen. Oh, Trapperlager ist abgeschlossen. Ja, da müssen wir jetzt definitiv. Da müssen wir jetzt definitiv schauen, dass wir da jemanden finden. So, Gebäude, einfache Werkbank. Trapperlager lassen wir jetzt einmal auf 5, genau. Und kann man das irgendwie verwalten? Ja, verwalten. Okay. Also bitte nur mit... Was ist das? Egal. Also bitte nur mit Beeren befüllen, Gebäude, ja, dass der 5er bleibt. Und im lokalen Speicher von dem Teil gehen wir jetzt die Fallen hinein. Ich glaube, das passt eigentlich, oder? Haben wir 2 Fallen drin. Den mal. So. Habe ich jetzt irgendjemand, der da überhaupt mitspielen kann? Bevölkerung jagen. Warte mal, wie ist das gegangen? Gebäude. Da sieht man es jetzt dann irgendwo. Trapperlager ist jagen. Das heißt, ich brauche einen, der jagen kann. Und wer wird das natürlich sein? Richtig. Das wird... Das wird der Oscar werden. Genau. Oscar darf forschen, Oscar darf jagen. Oscar darf transportieren, aber Oscar muss nicht mehr... herstellen. Das macht Lubo und Harry. Perfekt, oder? Ah, ist egal, ich lasse ihn trotzdem auf 2. Sie darf das also alleine. Es gibt immer was zu tun. Ich denke, das klappt. Perfekt, so. Dann schauen wir jetzt einmal Richtung Banditenlager. Ob das eine gute Idee ist oder nicht. Könnt natürlich vorher noch schnell speichern. Ich glaube, ich speichere sogar vorher nochmal schnell.
Das wird dann einfach schnell. Ich sollte vielleicht auch auswählen. Schnellspeicherung. Schauen wir mal. Ich könnte natürlich auch überlegen, ob ich eventuell tatsächlich beginne mit diesen Reise. Balken, also diese. Oh yeah. So, wenn man sich da mal anschleichen. So, ganz langsam. Laufen, 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 laufen. Lalala. Ui. Ich glaube, mir geht die Luft aus. Beschützt. Beschützt mich. Ja, ich glaube, die kriegen das gar nicht mit, dass ich da gerade ein bisschen mich in Schwierigkeiten gebracht habe. Aber der Pfeil ist jetzt extrem hoch über mich drüber gegangen. Der, bis da vorne schlägt der eigentlich ein. Okay, ich lasse das lieber. Ein Versuch war es wert. Ich sag's ganz ehrlich, ein Versuch war's wert. Aber was wir jetzt machen können, ist das Buch lesen. So, wie schön das Licht angeht, so knips. Jetzt würde jemand den Schalter drücken. Nehmen wir gleich noch Salbei mit. Wenn er schon hier wächst. Das ist doch Banditenmusik. Okay. Na gut. Banditenmusik hin oder her. Verwalten, da ist alles erledigt. Verwalten, auch hier ist alles erledigt. Schaut hier aus. Verwalten. Ah, die kleinen Fallen müssen aufgefüllt werden, das habe ich ja gesagt. Gekocht. Kann man noch ein Pilz essen? Kleines Stück geräuchertes Fleisch, cool. Wow, noch mehr Gesundheit, noch mehr Ausdauer. Pfeile. Köcher. Bogen. Pfeile, Köcher, Bogen. Oscar? Du bist Harry, wo ist Oscar? Du bist gar kein Oscar. Du bist Lobo. Ja, du bist Lobo. Wo ist jetzt Oscar? Oscar, da vorne ist er ja. Der kümmert sich tatsächlich um die Jagd. So. Oscar, du bekommst von mir einen. Was? Moment. Das hier? Das hier? Warum kann der das nicht nehmen? Falscher Slot, falscher Slot. Hä? Schlitz, zweiter Gürtelslot, erster Gürtelslot. Wo habe ich eigentlich meine Waffe? Auf Platz 3.
Fertigkeit zu niedrig. Der kann nicht Bogen... Warum kann der das nicht? Benötigt Gewandtheit 1. Nicht, sagt, du hast keine Gewandtheit. Na, das ist ja der, was das wieder nicht hat. Ich werd porös. Ich hab das total vergessen. Der kann das ja gar nicht. Weil der hat Gewandtheit minus 3. Oh. Egal. Da bleibst mit meinen Sachen. Auf das habe ich jetzt absolut nicht geachtet. Der könnte zwar mit einem Bogen umgehen, der hat Bogenschießen 5 von 7, aber hat keine Gewandtheit. Ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht unter. Echt. Egal. So. Mal da noch was tun. Da noch was tun. Ja, das schmeiße ich jetzt weg, diese komischen Teile hier. Braucht eh keiner mehr. Ja. Passt. Passt. 30 Stück, dann haben wir das wieder und die schmeiße ich jetzt weg. Gegenstände, die in den Behälter gelegt werden, werden zerstört. Ja, ich brauche diese kleinen Keulen nicht mehr. Ich produziere mir, wenn dann, bessere Keulen. Jetzt schnappe ich mir noch ein Buch. Bogenschießen. Inventar, Attribute, Bogenschießen. Lese ein Bogenschießenbuch. Herrlich. Optimal. Gut. Ich könnte jetzt eigentlich schlafen gehen. Und werde dann mit zwei meinen Verbündeten, wahrscheinlich mit dem Lubo, unsere Banditen versuchen zu besiegen. Oscar? Gefährte? Harry? Nein. Luba? Aha. Folgt dem Spieler, kann man den. So, kann ich jetzt? Warum nicht? Verbinden, keine Bandage, gutes. Stand tall and fight like hell. Oscar, geh arbeiten. So. Warum kann ich ihn jetzt nicht zum Gefährten machen? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ja, egal. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht so ganz, aber ist jetzt nicht so tragisch. So, einen Pilz. Das Fleisch haben sie schon gefuttert, oder? Ja. Was hast du mit? Was hast du im Inventar? Die Falle. Ah, der produziert Fallen und legt sie dann da rein. Na gut, okay, passt. Dann haben wir wenigstens da immer Nachschub. Dann klappt das auch wenigstens. Ja, das schaut gut aus. Ich würde aber jetzt trotzdem gerne... Ich würde jetzt trotzdem gerne die Banditen versuchen. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht. Irgendwas übersehe ich, oder? Ganz komisch. Gut, dann schauen wir mal, was könnten wir jetzt noch bauen. Wir haben den Rennofen, wir haben das Wohlzett, Webstuhl, Sammellager haben wir, Trafellager. Wir könnten sogar tatsächlich noch ein Lager bauen. Beziehungsweise, was könnte man denn noch erforschen? Was ist denn noch wichtig? Robusten Stiefel braucht alles. Robuste Fäustlinge. Brauchen wir überall. Robuste Hose.
hat 5. Könnten natürlich auch tatsächlich einmal schauen. Ob mal, ich glaube, ich muss niesen. Ja. Nee. Wir könnten tatsächlich das Reiseschild. So, sorry. Kurz genießt. Ich hoffe, ich habe es jetzt rausgecuttet. Ja. Zimmermannshammer. Wird zum Bau von Stadtstrukturen verwendet. Kriegshammer. Rechts. Rechte Hand. Streitkolben. Streitkolbenstumpf. Kriegshammer. Benötigt Stärke 2. Hätte ich eigentlich schon Stärke 2? Na, Stärke 1. Ich habe überhaupt keine Stärke. Ich bin schwach. Hat Lubo eigentlich Stärke 2? Du glaube ich auch nicht, oder? Du bist überhaupt 0, ne? Zeig mal kurz her. Ja, der könnte diesen Kriegskolben tragen. Ich werde Lubo dieses Ding versuchen zu bauen. Wenn nicht, dann gehen wir gleich wieder sammeln. So, herstellen. Kriegshammer. Kriegshammer. 5 Steine, 2 Bronzebahn, 2 Holz. 5 Steine, 2 Bronzebahn, 2 Holz. Kupfer und Zinn. Ich brauche Zinn. Überfall erwartet. Morgen. Okay. Ich habe kein... Wir gehen jetzt schnell. Wir versuchen jetzt schnell, das Zeug hier einzusammeln, das wir brauchen. Dann nehmen wir sich noch eine Beere mit. Dann klappt es auch. Mit dem. Morgen ist der Überfall erwartet. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen Zinn. Wo kriege ich denn Zinn her? Was war denn da? Kupfer. Habe ich denn noch nirgendwo Zinn entdeckt? Nur Kupfer. Ich werde da mal ein Stückchen runtergehen. Vielleicht finde ich dann ja irgendwo noch Zinn. Da ist auch kein Weg mehr. Ich werde mal einfach versuchen, den Weg hier. Ja, Kupfer und Zinn wird dieses Bronze. Und das brauchen wir. Da vorne ist eh schon wieder dieser Kupferberg. Manchmal liegt ja sogar Zinnerz in der Nähe vom Kupfer. Das hatten wir ja auch schon einmal. Aber das ist eher selten. Ja, warum nimmst du jetzt nicht das Kupfer mit? Ja, das kann ich dir sagen. Warum ich es nicht mitnehme? Weil ich erst Zinn haben will. Irgendwo muss doch Zinn zu finden sein. Kupfer. Meistens ist das doch irgendwo in der Nähe, oder? Können wir Glück haben, finden wir es da vielleicht irgendwo, ohne dass uns die Banditen da jetzt gleich... Das sind ziemlich sicher Banditen, oder? Nein, das sind Wölfe. Zinn. Aha. Aber nur ein Stück. Irgendwo Zinn. Zinn. Bin ich auf eine Zinnader gestoßen? Fels. Kupfer. Ich sage ja, das ist da gerne hin und wieder mal versteckt. Das ist auch noch Kupfer. Fels. Stein.
Ich will nicht zu nah an diese Wölfe ran. Fels. Ziel. Liegt tatsächlich hin und wieder rund um das Kupfer. Der Steinader hätten wir ja schon einmal gefunden. Jetzt habe ich einen Stein aufgehoben, ja, es ist egal. Gut zu wissen, hier gibt es auf jeden Fall massig Steine. Da ist, glaube ich, was. Ja. Karnickel. Bleibst du sitzen? Ich will was für meinen Bogenschießen-Skill tun. Stein, Stein. Stein. Wird nicht besser. Da unten ist wieder Kupfer. Da könnte man jetzt noch Glück haben. Und entlang dieser Kupfermine wieder ein bisschen Zinn finden. Da liegt schon eins. Wische ich hin? Den erwische ich. Oder auch doch nicht. Natürlich. Ja genau, ich werde ihn jetzt anzünden. Gleich an. Fackel bitte wegpacken, danke. Überreste des Tieres mitnehmen. So, und jetzt gehen wir zurück. Bevor noch was passiert, was nicht unbedingt von Vorteil wäre. Nehmen wir noch ein bisschen Kupfer mit, wenn wir schon da sind. Trotzdem. Warum ich das mit dem Bogenschießen nicht aufgebe, ist, ja, ich will es endlich können. Aber diesen Wolf, den lassen wir da lieber links liegen. So gut sind wir noch nicht. Ja. Ja. Ah, das war jetzt cool. Oh ja. Endlich, das Bücherlesen hat sich bezahlt gemacht. Ich habe meinen ersten Hirsch erlegt. Yay, das schreit nach einer Zelebration. Heute gibt's Hirschfleisch für alle. Optimal. Echt nicht damit gerechnet, dass ich den jetzt treffe. Aber offensichtlich macht sich's bezahlt mit den Büchern. Gibt's eigentlich, ich muss jetzt schnell was schauen, gibt's eigentlich bessere Pfeile? Pfeile, oh, Elbenkurzbogen, Bronzepfeil, na das war eh klar. Aber erst in der Bronzezeit, im wahrsten Sinne des Wortes, Dorfhalle. Die Dorfhalle katapultiert dich in die Bronzezeit. Heugabel brauchen wir nicht. Rondell. Erinnert mich irgendwie an die Nadel von Game of Thrones. Naja, schauen wir mal weiter.
Mittlerweile sollte das ja mit dem Fleisch auch klappen. Das heißt, wenn wir morgen gestärkt oder quasi im morgigen Tag gestärkt den Banditenüberfall abwehren können, dann sehe ich eigentlich uns recht gut und stabil dadurch rushen durch die nächsten paar Tage. So. Gut. Kann man abgeben. Das Lager ist voll. Moment, ich brauche hier verwalten. Bitte immer nur ab sofort nur mehr. Keine mehr. Zielmenge erreicht. Genau. Passt. Optimal. Kann ich jetzt noch was einlagern? Was kann man denn rausschmeißen, was wir überhaupt nicht brauchen? Ja, wir sind voll. Definitiv voll. Wir brauchen ein zweites Lager. Dann bauen wir eins. Sammellager. Wohnzelt. Holzlager. Platzieren. Das passt doch hier irgendwo. Ja, das bauen wir hier hin. Was ist das? Beutel? Was ist das für ein Beutel? Ich kann nichts mehr ablegen. Gut, dann hole ich mir jetzt noch ein bisschen. Egal. Ich verbrate jetzt Zinn. Wo ist Zinn? Wir haben hier 5x Zinnerz. Den Kupfer gebe ich weg. Mach das so. Dann schmeiße ich die Fleisch rein. Die Pilze, den Flachs, die Felle, den Rohstein. Jetzt habe ich hier Zinn und jetzt brauche ich noch Kupfer. So, und jetzt mache ich mein Feuerchen und mache Kupferbahn. So. So, 4. Und jetzt wird es eine Bronzebarren, genau. Eigentlich könnte ich ihm jetzt dann sogar sagen, verwalten. Ich will einmalig zwei Stück noch haben. Jetzt kann ich das aber nicht reinlegen da. Oder? Kann ich da was reinlegen jetzt? Nehmen wir das Holz einmal rein, das behalten wir uns. Baustoff hinzufügen. Okay, was müssen wir denn da noch dazulegen? Was fehlt denn hier jetzt eigentlich noch? Baumstamm, Holz. So. Baumstamm. Dann können wir eigentlich das machen, das machen, das machen. Kann ich noch einen Baumstamm tragen? Genau, dann fügen wir das noch hinzu. Wie ist denn das jetzt? So, was brauchen wir noch einen Baumstamm? So. Was brauchen wir jetzt? Er baut die weiter. Holz hinzu, 10 Stück. So. Passt. So. Weiterbauen, weiterbauen.
Wetterbahn, ich brauche das Lager. Der Bau von Lager ist abgeschlossen und ich stecke in der Wand drin. Echt jetzt? Ich habe mich festgesteckt. Befreien, dankeschön. Zum Glück gibt's das. Das Spiel weiß schon, was es anbietet. Offensichtlich ist das nicht das erste Mal, dass jemand in seiner eigenen Konstruktion stecken geblieben ist. Gut, dann werden wir hier sagen, wir wollen hier zukünftig nur Ausrüstung, nur Nahrung und Ausrüstung drin haben. Nahrung und Ausrüstung. Das heißt, Pilz. Nahrung und Ausrüstung. Nahrung. So, dann haben wir das gleich umsortiert. Optimal. So. Passt. Gut, wie schaut's aus mit dem Lernfortschritt mit unserem Bogen? Attribute. Bogenschießen. Er lässt es noch. Aber das habe ich. Dann habe ich definitiv. Besseres Level. Jetzt meine Bahn fertig. Nimm Bronzebahn. Okay. Bronzebahn. Habe ich das jetzt nicht in Auftrag gegeben, aber ich glaube, Schmelzen habe ich ihnen. Ja, also lassen wir es auf 5, aber ich glaube, ich habe niemanden, der schmelzen kann, oder? Ich glaube, ich habe das. Schmelzen, es kann niemand schmelzen. Ich werde. Der hat. Den Harry werde ich sagen, er soll schmelzen. Ich denke, das kann er auch machen. Dann kann er kochen und das passt, ja. Okay, dann kann er sich um das kümmern. Jetzt schaue ich einmal, was brauche ich denn eigentlich für diesen Kriegshammer? 2 Bronzebahn, 2 und 5 Steine. Und fangt er an? Ja, er fängt an. Sehr gut, das heißt, ich hole mir jetzt mal. So, 3 Holz, 2 Barren und 3 Holz, 5 Stein, 2 Barren. 3 Holz, 5 Stein, 2 Barren. Eigentlich jetzt dann gleich fertig sein, oder? Nimm. Perfekt. Herstellen. Und er stellt den wunderbaren Kriegshammer her. Cool. Ja, das wird jetzt ein tolles Teil für unseren Lubo. Der wird sich sicher darüber freuen und darf dann morgen gleich mal auf die Banditen eindreschen mit dem guten Teil. Die Frage ist, ich habe ja Bücher bekommen, beziehungsweise ob ich mir nicht eventuell oder ob ich nicht eventuell jemandem noch so ein Buch gebe. Aber diese Gewandtheitsbücher,
Also sprich, dass der dann schneller agiert. So. Das lege ich ab. Das passt mit dem zweiten Lager, klappt das schon. Sieht auf jeden Fall besser aus. Was wir eventuell noch machen könnten, ich schau mal schnell nach. Da gibt es doch irgendwo den Zaun. Zaun, Seil und Rohstein. Seile brauchen wir da dazu. Schauen wir mal. Erforschen wir mal den Zaun. Schauen wir mal, ob es was bringt. Lubo? Der kümmert sich um die Fallen. Lubo. Ah, geh mir aus dem Weg. Schnell wird es aber jetzt dunkel. Lubo, warte. Ich hab was für dich. So. Inventar. Optimal. Ja. Ich glaube, das macht auf jeden Fall mehr Spaß. Oh ja. So, na dann. Knüppel mal ordentlich auf die Leute ein. Gut. Und wie das Ganze weitergeht und ob wir morgen ohne Probleme diesen wunderbaren Überfall von den Banditen überleben werden, schauen wir sich gemeinsam in der nächsten Folge an. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Bellwright. Bleib gesund. Servus.